Hallo liebe Sportfreunde, Simon hier von Lauf des Lebens. Heute begrüße ich euch aus Bregenz im Winter Wonderlandle. Wie ihr seht, heute geht es um Laufen im Winter. Ja, die Wege hier sind halbwegs schneefrei. Wenn ein bisschen Schnee liegt, kann man mit normalen Schuhen drüber laufen und einfach ein bisschen vorsichtiger laufen. Also Temposteigungsläufe sind heute nicht unbedingt angesagt. Für Leute, die oft im Schnee laufen, gibt es Bikes für die Schuhe, die man drüber ziehen kann. Aber ansonsten liegt ja im Winter nicht immer Schnee. Und deshalb geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie man am besten so läuft, dass man nicht friert. Und hier ist am wichtigsten, dass man eine gute Mütze hat, denn am meisten Wärme verliert man eben über den Kopf. Ich selbst beginne an den Händen am schnellsten zu frieren, deshalb habe ich auch Handschuhe an. Und ansonsten habe ich am Oberkörper drei Schichten an, also ein T-Shirt, ein langärmliches T-Shirt und darüber einen Hoodie. Der Hoodie ist relativ cool, weil da kann man den Reißverschluss aufmachen und so die Wärme regulieren. Also man hat ja nicht das Problem, dass auf einmal zu heiß ist, man zu schwitzen beginnt und dann durchnässt ist und dann wiederum noch mehr friert im Endeffekt, weil man eben hier die Wärme regulieren kann. Cooler Vorteil. Ansonsten eine langärmelige Laufhose ist doch angebracht und bei der Atmung ist es hier umso wichtiger, durch die Nase zu atmen, weil ansonsten werden die Atemwege durch die kalte Luft gereizt, so kann man sie ein bisschen aufwärmen. Und ja, bei Temperaturen unter minus 5 Grad empfiehlt sich das Modell Hooligan. Natürlich ein Hooligan of Love. Warum ich das mache, ist, glaub klar, natürlich soll hier die Atemluft, die ich einatme, aufgewärmt werden, um natürlich wiederum die Atemwege möglichst nicht zu reizen. Ja, wenn es dann echt viel kälter als minus 5 Grad wird, sollte man überlegen, ob es überhaupt Sinn macht oder ob man nicht einfach 2 Tage wartet, weil, sind wir mal ehrlich, wie oft hat es hier kältere Temperaturen als minus 5 Grad Celsius? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es kommt nicht allzu oft vor. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar, weshalb man im Winter auch Sport machen sollte. Man verliert, wenn man nichts macht, sehr schnell an Kondition. Und ich verstehe Laufen als Ganzjahressport. Und deswegen, wenn man zum Beispiel im Frühling schon bei einem Marathon mitläuft, sollte man auch im Winter nicht zu viel an Form einbüßen und sogar Kondition aufbauen. Und deswegen lohnt es sich, auch ein paar Mal joggen zu gehen und allerhand andere Sachen zu machen, die Spaß machen und dich in Bewegung halten. We'll be right back.